Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Sherlock Holmes Chapter 1. So, wir haben hier beim letzten Mal mit hier Eugen, Feugen von Kramm, wie immer er auch heißt, gesprochen. Und er hat seine Unschuld beteuert und ich glaube ihm. Ich wüsste nicht das Motiv, was er haben sollte. Das Einzige, was wäre, er hätte Schulden bei Erich von Staub, aber er kommt ja aus einer wohlhabenden Familie und von da werde die auch locker bezahlen können. So, wir müssen einmal hier gucken nach Beweisen. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. Okay. Recordings labeled in Braille. Blindenschrift. Okay, er hat aber ein Glasauge, aber er kann ja noch sehen. Professor Stolz, Augenarzt, Kölner Kinderkrankenhaus. Hier war noch auf was, ne? Doesn't appear to be the happiest childhood. Ist er das? Ist das von Kramm? Wahrscheinlich, ne? Ah ja. Cecilia von Kramm with Heinrich, Cologne 1864. Mein Wunder. Mein Wunder, ja. Alle Kinder sind natürlich Wunderkinder, ne? Die Familie von Kramm spendet 5000 Taler an das Kölner Kinderkrankenhaus, 1865. Okay, hatten wir das schon? Ja, das hatten wir doch schon. Ich weiß nicht, warum man manchmal hier immer noch das Gelb anzeigt, obwohl wir schon uns angeguckt haben. Als Zeichen der Dankbarkeit für ihre Großzügigkeit. So, das hatten wir schon. How to sharpen one's senses. Alright. So, hier ist noch was. Ein Brief. Addressed to Heinrich von Kramm and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. Herr von Staub, das Deutsche Reich kann sich bei anderen Ländern nur Respekt verschaffen, wenn ein von Kramm das Amt des Honorarkonsuls bekleidet. Ihre Familie in allen Ehren, aber ich fürchte, für einen solchen Posten ist ihr Ansehen einfach zu gering. Meine ehrbare preußische Familie hingegen wäre der Garant dafür, dass sich das Deutsche Reich über alle anderen Nationen erheben kann und wird. H.F. von Kramm. Erich von Staubs Antwort befindet sich auf der anderen Seite. Okay, Herr von Kramm, mit Verlaub, aber was Sie geschrieben haben, ist blanker Unfug. Ihre Familie ist alles andere als ehrbar und Sie sind für die Dekadenz Ihres Hauses das beste Beispiel. Unser Kaiserreich benötigt modernere und vor allem körperlich wie auch geistig gesunde Staatsdiener. Glauben Sie wirklich, dass ein verschuldeter Lotterbube wie Sie, bei dem sich alles um Glücksspiel dreht, fähig wäre, eine solch große Verantwortung für sein Land zu tragen? Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Krüppel als Repräsentant einer ganzen Nation diese enorme Last zu schultern imstande wäre. Alter, das geht ja schon echt unter die Gürtellinie hier. Ich bin die einzige Person, der es zusteht, zum Nachfolger des deutschen Honorarkonsuls, der auf Cordona ernannt zu werden. Ersparen Sie sich die Schmach und ziehen Sie Ihre Bewerbung zurück, bevor Ihre Schwächen in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. E. von Staub. Okay, ich meine, das wäre natürlich schon ein Motiv für ihn hier. Die haben sich beide um das Amt des Honorarkonsuls beworben. Ich glaube, du bist wieder im Spiel, Junge. Wir reden nochmal mit ihm. Ist Ihnen nicht mehr aufgefallen? There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness. An affliction since childhood, one presumes. No scars on your face and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Wir hatten noch hier diese Salbe von der Schwester, ne? Genau, sie riecht nach Lavendel und Kiefer. Okay, Kiefer ist jetzt zwar nicht gerade blumig, aber Lavendel auf jeden Fall. Ist es das? Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric? Tell me his name. Okay, das sieht ja sehr nach seiner Schwester aus. Ich weiß zwar allerdings nicht warum, welches Motiv sie hat, aber sieht echt so danach aus, als wenn es
die Schwester war. I don't know what you're talking about. Hier der Brief, ne? You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Hm, difficult for him to contest it now. Ich weiß nicht, ob ich ihn beschuldigen soll. Nee, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal und sprechen nochmal mit der Schwester, genau. Okay. Okay, einmal raus hier. Komm, John. So. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo die Schwester gewohnt hat. Wo hat die Schwester gewohnt? Baskerville Street zwischen Vernet und Bonaparte. Genau. So. Baskerville Street zwischen Vernet und Bonaparte. Na. Okay, einmal hier. Okay. Das können wir auch kurz zu Fuß gehen. Kann ich dich streicheln? Aber ich würde so gerne Kutsche fahren hier oder Rikscha oder mit dem Pferd reiten, aber es geht leider alles gar nicht. Naja, schade. So. Achso, wir müssen uns, glaube ich, gleich wieder erstmal als Polizist verkleiden, ne? Alright. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob der Pavillon hier nicht doch irgendwas mit der Schatzsuche zu tun hat. Bin mir echt nicht sicher. Alright. So, warte mal. War das hier gewesen? Ja, ich glaube, das war hier gewesen. So. Das heißt, einmal umziehen. Als Polizist. Moin, Jude. Ja, ja, du mich auch. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Ja, ich weiß. Going on a trip, miss? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? So, wir beschuldigen sie mal. Komm. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. Okay, was diente als Tatwaffe? Ja, vor allen Dingen die Frage ist, was für ein Motiv hatte sie? So, ist das irgendwie vielleicht... Nee. Warte mal, das hier. Nee, warte mal, wo war denn das? Das könnte ein Beweis sein? Wo war denn das, wo er sagte, der hat das mit den... Blumengerochen. Hier genau. Zudem gab er an, einen Blumengeruch wahrgenommen zu haben. Er kannte den Geruch wieder, als er die Salbe von Miss Magda. Ich glaube, das ist ein Beweis. This is absurd. I've never even been to that cursed place. Oh shit. Okay, das war nichts. Wir hatten noch Patronen bei ihr gefunden. Warte mal, wo war das? War das das? Nee. Wir hatten doch bei ihr im Zimmer am Gemälde Patronen gefunden. Wobei sie ja sagte, das hat sie zum Malen genommen. Wir probieren mal das hier. None of that makes a whit of sense. This is monstrous. Okay. Was ist, wenn wir jetzt hier dreimal Fail haben? Können wir sie dann nicht mehr beschuldigen? Der Jungsohn wurde ihr Schießpulver beibemengt. Ja, das wissen wir ja. Nimm mal das hier. Den Brief von den ihren Verehrern. Ja, komm, müssen wir, ne? Ich habe keine Ahnung. I cannot endure any more of this nonsense. Eric was my brother and I am in mourning. All that is left is your confession. All that is left is your departure. Take your garbled theories elsewhere. The law is the law and murder is murder. You should have sought freedom through more civil means. The sickness of men runs deep.
You dare speak to my civility? You dare tell me what I must endure? That evidence of yours will prove nothing. And then I will show you what it means to be uncivil. Fall abgeschlossen? Und sie ist jetzt im Knast, oder wie? Your evidence proves nothing, but it seems you barely care. Okay, merkwürdiges Ende. Weil so richtig bewiesen haben wir es ja nicht. Warum ist sie jetzt im Knast? Haben wir jetzt doch die falsche Person angeschuldigt? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier noch? Okay, Fall ist abgeschlossen. Von da keine Ahnung, ob wir das jetzt richtig oder falsch gemacht haben. Okay, hier sind ja die ganzen Zellen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf der Polizeistation sind, ne? Ja. Okay. Oh, lauschen. Na? Herausfinden, was bei der Firma Amur Coppolo vorgefallen ist. Machen wir. Unter meiner Matratze? Tod im Tresor, stimmt schon mal. Alright. Tod im Tresor. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugier. Basilio Coppolo, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amur Coppolo, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Was? What? Basilio Coppolo beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. Okay. Das heißt... Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Das heißt, er ist ja auf dem Polizeirevier. Der eiserne Sarg. Ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir das ja eigentlich auch machen, ne? John schlug vor, ich sollte doch Polizist werden oder zumindest vorgeben, einer zu sein. Jedenfalls sollte keiner der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist... Okay, das heißt, wir lassen unsere Polizeiuniform an. Okay. Machen wir natürlich. Herausforderung. Und das heften wir mal an. Und dann gucken wir mal, wo Basilio Coppolo ist. Der muss ja wahrscheinlich hier immer in den Zellen sein. Wisst ihr vielleicht was? Excuse me, just one question. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Naja. So, wo ist denn hier jemand in der Zelle? Die ist leer. Die ist leer. Auch leer. Okay, die sind alle leer. Aber irgendwo muss er hier doch sein. Da ist er auch nicht. Sondern muss er ja irgendwo hier hinten sein, ne? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hä? Wo ist der Dude? Do you know anything about this? Unfortunately, my casebook is empty on this. Ey, du weißt nicht mehr, wo dein Gefangener ist? Okay, hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier ist er nicht. Ich weiß, hä? Der soll doch hier sein. Oder ist er hier hinten? Achso, hier geht's noch weiter. Wisst ihr was? Excuse me, just one question. Unfortunately, my casebook is empty on this. Okay, hier sind die Spezialverbrecher oder was ist hier los? Hier. Guck mal hier. May I ask you something? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Oh, I am bored. Ja, John. Es scheint der falsche zu sein. So, hier kommen wir nicht durch. Aber Ermo muss er doch sein. Ah. Das wird er wahrscheinlich sein, oder? Excuse me, but are you Mr. Coppolo? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Ja, wir sollen uns ja als Polizist ausgeben, ne? Also, ich bin ein guter Polizist, ein Spitzenpolizist. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with?
How can I help you with? Beobachten. So, was hast du da im Gesicht? Fokussierter Blick. Nette Frisur, Dude. Alright. Modern und modisch. Oh. Oh, hier. Was hat er an der Hand? Der hat sich geprügelt, ne? Oder? Frische Verletzung. Blutergüsse an der Hand. Ja. Und hier, Ehering. Ehering, fest am Finger, ja. Wie fest am Finger? Angeschweißt oder wie? So, Basilio Coppello ist der Inhaber der renommierten Firma Amour Coppello, die auf Cordona Tresore und andere Sicherheitsprodukte verkauft. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall Niccolò Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Aha. Oh, wenn ein Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Die Familie bedeutet ihm sehr viel. Aber impulsiv hat er jetzt nun gar nicht gewirkt, ne? Eher pragmatisch. Ja, wenn immer das. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? Ah, no. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Coppello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seemed so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Wer waren diese Kunden? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assume the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Coppello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Kannten Sie das Opfer? You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first Detti in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the Dettis tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Coppellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story. Or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection. But if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman.
He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. All right. So, eine schöne, traditionelle italienische Familienfehde. Hört sich sehr gut an. Hört sich sehr gut an. Alright, so. Wir müssen noch mal gucken, wo die Frau ist. Das wird wahrscheinlich... Ach so, genau. Wir müssen natürlich uns immer schön als Polizist ausgeben. Ja, hört sich interessant an. Der eiserne Sarg. Okay, aber Leute, beim nächsten Mal werden wir mit der Frau sprechen und weiter gucken, was hier noch so zu ermitteln ist. Bis dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, ne? Daumen nicht vergessen und euch noch einen schönen Tag. Tschüss!